schmeiß das. Geh bitte aus dieser Ansicht raus. So, geh bitte in diese Ansicht und mach Knall. Merci beaucoup. Hüpf, die hüpf, die hüpf. Ich hab's rausgefunden. Das hätte ich auch früher rausfinden können, wirklich. Ich bin nicht gut im Minigolf. Guckt. Schon wieder daneben. Yay. Endlos schweres, leichtes Rätsel gelöst. Ich bin der Rätselmeister. Die Rätselmeisterin. Quasi. Und der Nächste, der fragt. Sag mal. Mit 14, da kann man doch noch gar keinen Führerschein haben, oder? Sag mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Oder, sag mal, wenn die Frage schon mit sag mal anfängt, dann sage ich euch, dann ist das so. Hüpf. Hallo, klopf, klopf. Und mir juckt erneut das Ohr. Ich schneide mir wirklich die Haare ab. Weg damit. Weg damit. Dann werde ich Profi-Let's Player, dann muss ich das Haus nicht mehr verlassen. Was ist das? Man muss das Haus nicht mehr verlassen. Das heißt, ich kann auch mit Glatze hier rumlaufen. Das ist bestimmt ziemlich praktisch. Du bist doof. Du bist auch doof. Ach, verstehe schon. Hallo. Ihr seid alle blöd. Das ist schlecht, aber ich nehme es trotzdem mit. Wie immer, weil ich könnte es ja irgendwann verkaufen oder so. Verkaufen ist immer gut. Hier ist schon wieder so ein Typ. Oh, Verzeihung. Ich gähnte gerade lang und ausgiebig. Da ist draußen. Draußen ist schön. Wenn man drin sitzt und rausguckt. Manchmal. Da ist der Hebel, den ich freigesprengt habe. Gib mir mal ein bisschen Leben wieder, bitte. Ha! Ja. Also, da die großen Sniper-Actions zu machen und das hier freizusprengen, hat sich wirklich gelohnt. Wassermarsch! Und ich muss wirklich sagen, dafür, dass die Grafik eigentlich... Ich muss schon wieder gehen, deswegen rede ich aber trotzdem weiter. Dafür, dass die Grafik eigentlich so simpel ist, finde ich es echt gut gelungen. Es ist echt schön. Und ich gehe jetzt nicht wieder zurück, ich gehe jetzt erstmal vorwärts. Und gucke, was hier so ist. Hallo. Hallo, hallo. Ach, hier komme ich doch her. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Ich meine, jetzt gehe ich vorwärts und springe einfach ins Wasser. Ich glaube, so war es gedacht. Hier bin ich doch gerade. Ah, ich verstehe. Und ich muss schon wieder gehen. Hallo. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Kiste, 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 hier, hier, Kiste, hier, Kiste, haha, Kiste. Verteidigung 29, das nehme ich. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Hüpf. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Hüpf. Geronimo! Splash, splash, I was taking a bath. Bin ich jetzt mal da? Langsam? Ich glaube schon. Hallo? Aha.
Das sieht mir nach verdammt viel Halten von... Zeig mir den Weg. Hui. Aha. Aha. Das hätte ich mal früher wissen sollen. Wahrscheinlich wurde mir das schon mal gesagt, aber ich habe es immer ignoriert. Das nenne ich mal cool. Ausweichen. Okay. Warum war das vorher hier nicht? Das Schöne ist, da ich tot bin, kann ich so lange tauchen, wie ich möchte. Das gefällt mir gut. Ich habe so Spiele wie Tomb Raider, da habe ich mal ganz früher einen Teil gespielt. Einen, wo man in Laras Anwesen startet und erstmal so einen Parcours macht hinterm Haus. Und da war irgendwann relativ am Anfang eine Stelle, wo man tauchen musste. Und da blieb einem dann irgendwann die Luft aus. Und das fand ich irgendwie blöd. Ich gehe jetzt hier lang, einfach weil ich es kann. Oder auch nicht. Gleich nochmal. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist, aber ich finde irgendwie die komplizierteren Wege sind eher so... Es riecht ja nach Secrets. Secrets. Ja, guck mal, da ist eine Kiste. Da komme ich bestimmt so hin. Hallo. Hallo. Schaden, langsam wilde Gäule, einfach mitnehmen. Mitnehmen. Hihihihi, hat sich gelohnt. Das ist jetzt der einfache Weg, oder was? Ja, scheinbar. Einfach runter. Plopp. Ich bin tot, ich kann sowieso nicht sterben. Hihi. Ihr Noobs. Da möchte ich hin. Hallo, da, da, da. Jawohl. Jawohl, du kannst es schaffen. Nein. Steuerung. Ach, Steuerung. Itzi-bitzi Spider. Hallo, Gegner. Kämpfen. Loadscreen. Hi, na? Oh, aua. Nicht genug Zorn, das ist mal scheiße. Ich brauche mehr Zorn. Noch mehr? Ich muss allein. Er will den Angriff nicht machen. Doch jetzt. Ich brauche mehr Zorn. Jetzt hat man meinen coolen Finisher-Move gar nicht gesehen. Ich glaube, er hängt fest. Ich glaube, er hängt wirklich fest. Oh, jetzt nicht mehr. Wie war das mit der Reaper-Gestalt nochmal? Yeah, baby. So geht das. Ich nehme einfach alles mit. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Knall.
Gold, mehr Gold. Das war wahrscheinlich gar nicht nötig, die Reaper-Gestalt hier zu benutzen, aber ich dachte mir so, hey, Solo. Ich mache jetzt erstmal alles kaputt. Ich möchte nämlich mehr Tränke haben. Ich habe zum Glück keinen Heiltrank benötigt. Aber man weiß ja nie. Okay, das scheint hier der einzige Weg zu sein. Also gehe ich hier lang. Das ist so richtiges Pro-Commentary, ja? Also, das hier scheint der einzige Weg zu sein. Darum, quietschender Stuhl, schniefende Nase. Darum gehe ich jetzt hier lang. Das ist Pro-Commentary. Echt. Loadscreen? Hallo? Oh, hier brauche ich einen Schlüssel. Da ist ein Hebel. Alles klar, mehr Wasser. Das ist die Mission. Asche, was siehst du? Also wirklich da lang, ja? Naja, okay. Das ist total easy, wenn man immer den Vogel hat und nachfragen kann. Das ist echt cool. Oha. Plupp. Ha. Und Duck. Ich muss bei denen wirklich eigentlich gar nicht ausweichen, weil ich die so zerschnetzel, dass sie sich denken, ach Menno, das tut doch weh. Mach das doch nicht. Und ich denke mir, so viel wie Y. Gib mir was. Oh, das ist schon der Schlüssel? Hm. Das war ja jetzt nicht so schwer, spektakulär, whatever. Da lang. Das ist mein Weg, weil hier war ich schon mal, deswegen sind hier Kratzspuren an den Wänden. Aber nicht verraten. Ich habe das nämlich alles schon mal gespielt. Nicht weiter sagen. Psst. Ist geheim. Wirklich. Wo war die Tür? Hier war die Tür? Hier war die Tür. Tür gefunden. Du. Sesam, öffne dich. Ich finde, das ist schon alles ziemlich geil gemacht. Mir gefällt das schon sehr gut. Das ist wirklich... Und ich muss dazu sagen, dass dieses Spiel irgendwie kaum Ressourcen braucht. Jedenfalls meinem Rechner nicht. Und dazu kommt noch, dass ihr mir ganz schön auf den Sack geht. Das... dazu kommt noch, dass die Dateien, wenn sie gerendert sind, auch ziemlich klein sind. Also wirklich ziemlich. Ich glaube, eine Folge von 15 Minuten, wenn ich jetzt hier nichts Spektakuläres habe. Oh, das riecht nach Bosskampf. Ist jedenfalls ein großer Raum. Ich rede nachher weiter. Ah. Okay, eine Folge, die ich hier render, die 15 Minuten lang geht ungefähr, die hat, also wenn ich mal eine glückliche Folge erwische und relativ wenig, weiß ich nicht, wenig Kämpfe oder ich weiß nicht, was hier wirklich viel verbraucht. Whatever. Auf jeden Fall habe ich Folgen dabei, die sind nur so 300 MB groß, was ziemlich klein ist. Und ich render wirklich in guter Qualität. Beziehungsweise mit richtig krasse Codex, hä? Weißt du Bescheid? Ich weiß nicht, warum ich hier lang springe. Ich mach's einfach. Ich glaube, das war richtig. Oh, Kiste. Ja, na klar war das richtig. Ich wusste das. Ich habe das Spiel ja schon gespielt. Habe ich natürlich nicht. Das ist alles nur Quatsch. Ich nehme das mit. Okay, das hier kann ich kaputt machen. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Kaputtmachteile sind.
Hier komme ich schon mal so lang. Das da wird sich wahrscheinlich noch verändern. So, jetzt gehe ich den nächsten Weg, den ich finde. Darüber. Ach komm schon. Du kannst es schaffen. Dupdidu-didu. Ah, guck mal. So, Dinge zerstören. Bitte.